habe leider mies Streit mit zwei Freunden, kann nicht schlafen, trotz Arbeit morgen. Ach Bruder, das ist auch normal im Leben, man streitet sich, verstehst du? Holt den Block raus, Chat. Ich sag euch jetzt eine Lebensweisheit, zwei Lebensweisheiten. Die eine hat absolut nichts mit dem Thema zu tun, aber ich gebe euch jetzt zwei Lebensweisheiten mit, ich möchte, dass ihr mitschreibt. Holt ein Stabilo raus, einen Block und schreibt es euch auf. Lebensweisheit Nummer 1. Seid euch bewusst, Chat. Wenn ihr mit Leuten zu tun habt, mit denen ihr noch nie gestritten habt, sind es falsche 50er. Aufschreiben, neue Zeile, der Grund, warum jemand, also wenn du mit jemandem nicht streitest, gibt es zwei Möglichkeiten, warum ihr nicht streitet, also nie streitet. Entweder er lügt euch an, lästert hinter eurem Rücken über euch. Zweite Möglichkeit, lass mich kurz überlegen, er tut alles, um euch zu gefallen und sagt nicht die Wahrheit. Eins, wer das verstanden hat, ich hoffe, ihr konntet diese Weisheit mitnehmen. Weil es ist so, Chat, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, man macht immer mal Fehler. Und Leute, vor allem jetzt noch eine angehängte Lebensweisheit, auch mitschreiben, neue Zeile, bin nicht mitgekommen, nachsitzen. Chat, Leute, und die kennen wir alle, Chat, die sehr, sehr viele Freunde haben, einen sehr großen Freundeskreis haben, sind meistens auch, ob ihr es glauben wollt oder nicht, falsche 50er. Habt ihr verstanden? Ist die Wahrheit. Passt auf euch auf da draußen in der freien Welt. Lebensheißer Nummer 2. Das hat absolut gar nichts damit zu tun, mit dem Thema gerade. Aber ich sag's euch trotzdem, aufschreiben. Thema Fame, Thema erfolgreich sein, successful. Wir sind alles wahrscheinlich zu 90% im Chat. Selfmade Millionäre, 1, wenn ihr Selfmade Millionär seid. Wir sind alle, ja, bekannt wie bunte Hunde, sagen wir mal so. Erfolgreich, jung, dynamisch, so. Jetzt, Chat, hör mir zu. Der Riese und die Menschen, heißt die Lebensweisheit, aufschreiben. Die Menschen sehen den Riesen als Riese, groß, mächtig. Doch wenn der Riese in den Spiegel schaut, sieht er nur sich selbst. Er sieht nicht den Riesen, er sieht sich selbst. Versteht ihr, was ich euch damit sagen wollte, Chat? Versteht ihr das? Habt ihr das verstanden? Nein? Ist okay? Ihr seid auch dumm. Nee, willst du, ich erklär's euch. Ich erklär's euch, Chat. Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, okay? Was ein bisschen weird ist, weil irgendwie mache ich mich da selber größer, als ich bin. Aber ich nehme jetzt mich als Beispiel, dann kann ich es leicht erklären. Ihr seht mich als Riesen. Und Riese steht für der bekannte YouTuber. Versteht ihr? Abgehoben Schnauze, Digga. Ihr seht mich als Riesen. Versteht ihr? Aber wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen ganz normalen Typen, ich sehe mich selbst. Versteht ihr? Und das ist die Kunst beim erfolgreich und bekannt sein und so ein Scheiß. Versteht ihr das? Eins, wer das verstanden hat, Digga. Weil manchmal passiert es, dass der Riese sich selbst als Riese sieht. Und dann läuft einiges falsch bei ihm. Betrunken? Nein, ich bin auch nicht bekifft, Chat. Ich kann auch über solche Sachen mal reden, wenn ich will. Ich bin nicht betrunken und nicht bekifft. Hört auf. Habt ihr das verstanden? Eins. Also, Chat. Seht immer euch selbst im Spiegel. Seht nicht das, was andere von euch sehen. Vor allem, wenn ihr erfolgreich seid oder irgendwie, keine Ahnung, in einer besonderen Position seid. Hast du gekokst? Nein, hab ich nicht. Joke, ich hab nicht gekokst. Chat, ich bin auch nicht besoffen, Digga. Ich weiß auch nicht, was ihr gerade von mir wollt. Bei mir ist andersrum. Alle sehen mich als Zwerg. Ich sehe den Riesen. Mad Sniper, löscht dich raus aus dem Internet.